Hier sind die EmsTV News. Es ist Freitag, der 5. Juli. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Gestern wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Tiefenfehnskempe in Sögel verletzt. Eine 21-Jährige war gegen 18 Uhr in einem BMW in Richtung Knüvendamm unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der PKW seitlich mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Ihr 22-jähriger Mitfahrer sowie ihre 18-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Wie hängen ein Schiffsbauunternehmen und Konverterplattformen für Windenergie zusammen? Seit gestern ist die Antwort bei der Herstellung von Bauteilen. Die kriselnde Meyer-Werft hat sich ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft wurde dieser Neustart gestern traditionell gefeiert. Das ist es. Das erste Stück Stahl, das für die zukünftige Fertigung von Konverter-Plattformteilen in der Papenburger Meyer-Werft ausgelasert wurde. Logischerweise wird dieses Modell der Plattform nicht verbaut, aber es symbolisiert einen neuen Anfang, den die Werft zusammen mit anderen Firmen gemacht hat. Denn von nun an werden hier nicht nur riesige Schiffe gebaut, sondern auch Stahlteile für Konverterplattformen. Also die Anlagen, die den aus Windkraft gewonnenen Strom so umwandeln, dass er an Land mit möglichst geringen Verlusten ins Netz eingespeist werden kann. Die Politik ist sich einig. Für das Emsland, aber auch ganz Niedersachsen ist das genauso wichtig wie für die Werft selbst. Also ich glaube, es hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Die Meyer-Werft ist dafür bekannt. Ich glaube, das ist sehr unstreitig, dass sie für Qualität steht. Und mit diesem neuen Geschäftsfeld, was tatsächlich eine große Zukunft hat, ist es heute ein bedeutender Tag für die Region hier, auch für die Meyer-Werft, aber eben auch für die Energiewende. Wir wollen alle Klimaschutz und wir wollen alle Energiewende, aber wir wollen auch davon partizipieren, also Vorteile haben. Und wenn es uns gelingt, Wertschöpfung im Land zu sichern, dann ist das ein echter Vorteil. Und das ist heute der Start dafür. Der Bau von Komponenten für Konverterstationen und zukünftig vielleicht sogar vermehrt Aufträge sichert Beschäftigung hier am Standort, schafft Wertschöpfung. Und dann merken die Menschen, glaube ich, auch, dass Energiewende eben auch positive Effekte hat. Die Stimmung in Papenburg ist gut. Für einen Tag sind die Sorgen der Werft vergessen. Mit den Gästen von Dragados aus Spanien werden Witze zum Fußballspiel gerissen. Die Werft fungiert erstmal als Zulieferer für die spanische Offshore-Firma. In Zukunft will die Werft ihr Laser-Hybrid-Verfahren auch bei weiteren Aufträgen einsetzen. Auf der Neptun-Werft in Rostock etwa bereite man sich schon vor, ganze Plattformen zu bauen. Aus Sicht des Wirtschaftsministers ist das eine gute Idee. Es ist immer gut, wenn ein Unternehmen sich auf mehrere Standbeine stellt. Und jetzt haben wir bei der Meyer-Werft den Kreuzfahrtschiffbau, wir haben auch den Spezialschiffbau natürlich, auch Marineversorger. Aber jetzt haben wir ein zusätzliches Standbein und das ist die Konverterstation. Das ist für ein Unternehmen immer gut, sozusagen ein bisschen auch mal in schwierigen Phasen oder insgesamt auch variieren zu können. Und deswegen bin ich ganz froh und glaube, das trägt eben auch zur Stabilisierung des Standorts bei. Dolvin Delta ist die erste Konverterplattform, die seit langem wieder zumindest in Teilen in Deutschland gefertigt wird. Für das Land ist das der Wiedereinstieg ins Offshore-Geschäft. Allein 11.500 Tonnen Stahl sollen für Borwin 4 und Dolvin 4 hier zugeschnitten werden. Für Balvin 1 und 2 kommen nochmal 32.000 Tonnen dazu. Die Plattformen werden durch Amprion angeschlossen, zum Beispiel in Lingen, mit einer Kapazität von 1,8 Gigawatt. Das Emsland wird also nicht nur Transitregion, sondern kann seinen Status als Energiestandort halten. Also schlicht und ergreifend darüber, dass wir schon Bedenken hatten, was passiert eigentlich, wenn das Atomkraftwerk, das Kernkraftwerk in Lingen vom Netz geht. Was passiert dann mit dem Energiestandort Emsland? Ja, wir haben eine gute Gas- und Strominfrastruktur und dann bietet es sich an, beispielsweise, dass hier eine Wasserstoffwirtschaft entsteht und das wird tatsächlich im gesamten Emsland der Fall sein, aber mit einem Nukleus in Lingen, da plant RWE entsprechend einen großen Elektrolyseur und da hilft dann auch der Strom, der abgeleitet wird, offshore von Dolvin und Borwin. Bis die Meyer-Werft aber tatsächlich ihren Beitrag zur Energiewende leisten kann, muss noch einiges an Stahl verarbeitet werden. 2028 sollen dann Dolvin 4 und Borwin 4 in Betrieb gehen.
Wir bleiben noch kurz bei der Meyer-Werft. Im Zuge seines Besuches vor Ort haben wir Olaf Lies um eine Einschätzung der aktuellen Pläne der Werft gebeten. Mein Kollege Niklas Stratmann mit einem kurzen Update zur Lage in Papenburg. Anfang der Woche meldete sich die Meyer-Werft bezüglich ihrer Schieflage zu Wort. Im Zuge der Anpassungen sollen dort umfassende Änderungen an den Strukturen stattfinden. Arbeitsplätze werden nach wie vor abgebaut. Jedoch fällt der Abbau kleiner aus als vorerst angekündigt. Trotzdem müssen noch 240 Festangestellte nach neuen Jobs suchen. Nichtsdestotrotz ist Wirtschaftsminister Olaf Lies zufrieden mit dem erzielten Ergebnis. Das ist gut. Wir haben sehr dafür geworben, dass es eine Rahmenvereinbarung hier auf der Werft gibt, weil wir müssen politisch verhandeln und Lösungen finden, wie wir die Zukunftssicherung garantieren. Aber hier vor Ort brauchen wir Einigkeit. Es hilft nichts, wenn es hier zu Streit kommt. Deswegen bin ich sehr froh über die Rahmenvereinbarung, weil sie erstens ein gemeinsames Ergebnis ist aller Beteiligten, aber zweitens auch ganz klar sagt, was notwendig ist. Wir brauchen eine Konzernstruktur, wir brauchen einen Konzernbetriebsrat, wir brauchen einen Aufsichtsrat. Also es wird auch klar definiert, wie sich Strukturen ändern müssen. Und deswegen ist es eine gute Vereinbarung, die uns für die Zukunft hoffentlich eine Grundlage schafft für die anderen Aufgaben, die wir ehrlicherweise auch noch haben. Aktuell wird in Berlin über die Zukunft und über Unterstützungsmöglichkeiten für die Werft gesprochen. Auf Antrag der CDU und der Linken beschäftigt sich der Haushaltsausschuss des Bundes seit Mittwoch mit dem Thema. Dem NDR liegen dazu bereits Informationen aus Insiderkreisen vor. Zu einer Entscheidung sei es jedoch noch nicht gekommen, da das verantwortliche Bundeswirtschaftsministerium noch auf belastbare Zahlen wartet. Aktuell würden verschiedene Modelle diskutiert. Dazu zählen Bürgschaften, ein KfW-Kredit oder eine Beteiligung in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen. Blauer Himmel und Sonnenschein laden viele Menschen dazu ein, sich aufs Fahrrad zu setzen und eine kleine Tour zu machen. Für den Fall, dass sie währenddessen einen Platten bekommen oder kleine Reparaturen an dem Drahtesel anstehen, gibt es von der Stadt Lingen Reparaturstationen an vielen Standorten. Das Emsland zählt zu den Top-Radregionen in Deutschland. Radfahren wird immer beliebter, was sich aus zwei wesentlichen Gründen erschließen lässt. Zum einen werden die Menschen immer klimabewusster und lassen, wenn es geht, gern mal das Auto stehen. Und des Weiteren ist Fahrradfahren eine gängige Freizeitbeschäftigung. Gerade durch E-Bikes und Pedelecs besteht die Möglichkeit, bequem zu radeln. Ärgerlich nur, wenn sich während einer Fahrradtour eine Schraube lockert oder der Reifen plötzlich platt ist. Für solche Fälle hat die Stadt Lingen vorgesorgt. Die Lösung? Fahrradreparaturstation. Theoretisch kann ich relativ viel und eigentlich alles an meinem Fahrrad reparieren. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass ich ganz schlicht die Reifen neu aufpumpe. Das ist so der klassische Fall eigentlich. Man kommt aus der Garage und der Reifen ist platt. Ein anderer Punkt ist aber auch, ich kann den Reifen komplett wechseln. Ich kann aber auch andere Schrauben anziehen. Also es ist eigentlich ein buntes Potpourri an diesen Fahrradstationen vorhanden. Und so kann jeder eigentlich sein Fahrrad, wenn es kaputt ist, dort reparieren. Wo die Reparaturstationen zu finden sind und weswegen sie genau dort platziert wurden, erklärt Katharina Sinningen wie folgt. Das lief im Grunde nach dem Schema ab, dass wir in Lingen Hauptradrouten haben. Und entlang dieser Hauptradrouten bietet es sich natürlich besonders an, die Reparatursäulen aufzustellen. Wir sind hier am Kanal, das ist natürlich unsere Premium-Radroute, wo auch viele Freizeitgestalter oder wo viel Freizeitgestaltung stattfindet und wo viele Touristen langfahren. Genau, die weiteren Standorte, wir sind hier an der Meckerbrücke. Ein weiterer Standort ist noch in Altenlingen, dort auch am Hafen und im Emsauenpark, also aktuell drei Standorte. Dann steht einer erlebnisreichen Tagestour ja nichts mehr im Wege. Also rauf auf den Sattel und entdecken, was die Radregion Emsland so zu bieten hat. Ja, und das war's auch schon wieder mit den EmsTV News für heute und für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende, viel Spaß beim Fußballschauen und wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss!